Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Cyberpunk 2077. Es ist ja jetzt auch ein neuer Update rausgekommen. Version 1.1. Mal gucken, was wir hier so für Änderungen haben. Was haben wir denn hier? Ich gebe nur selten zu, einen Fehler gemacht zu haben, aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe deine Entschlossenheit unterschätzt. Deine und Takamuras. Ich bitte aber darum, dass mein Name in dieser Geschichte nicht erwähnt wird. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Okay. Wir. Hier ist Gillian John von N54 live aus Japantown, wo während der heutigen Gedenkparade zu Ehren Satoru Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Augenzeugen sprechen von einer Schießerei auf einem der Festwagen. Der Wagen soll angeblich der sein, aus dem sich auch Hanako Arasaka bekannt. Gut, denn. Ja, mal zu Takamura. Er hat sich ja versteckt. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Feindliches Gebiet. Okay. Na, jetzt nicht mehr. Ja, ab und zu noch keine Hakeligkeiten, aber sonst. Macht lernen. Ist aber weit, wa? Na gut. Dann. Ja, ich hab mal je geparkt. Mit dem Auto weiter. Was jetzt? Ja, ab und zu sind hier noch ein paar Sachen. Ich pack mal hier. Was ist denn Lautsprecher? Achso, das kennen wir ja schon. Warte mal, ich will mal kurz gucken, was da oben ist. Müsste hier sein.
Jetzt können wir wieder runter gehen. Wie war das nochmal? Dreimal klopfen? Oder viermal klopfen? Scheiße, wie war das da? Viermal, alles klar. Sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Na, da wollen wir mal gucken. Hanako-sama, kare ga rei no jinbutsu desu. Douka hanashi wo kiite agete kudasai. Yorinobu ist der Killer. Er hat deinen Vater erwürgt. Ich hab's selbst gesehen. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Verrückt? Du hast ja keine Ahnung. Ich hab nämlich eine Stimme im Kopf. Ein Engramm. Eins eurer Konstrukte. Engramm? Ja. Ich hab den Relic geklaut, den Yorinobu an Netwatch verschabeln wollte. Als ich floh, habe ich eine Kugel in den Kopf gekriegt und der Relic hat mich gerettet. Aber jetzt tötet er mich. Und ich muss ihn aufhalten. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Was jetzt? Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Alter, was ist denn jetzt los? Letzte Chance, von hier zu verschwinden! Takemura, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Hier wird zwar geballert, aber ey, ist doch egal. Machen wir einfach. Scheiß drauf. So, machen wir mal hier an.
komm schon raus! Ich tu dir nichts! Köpfe runter! Reißt euch zusammen! Eieieiei. Oh, da ist auch noch jemand. Was? So, einen Augenblick mal kurz. Ups, da war, wollte ich nicht hin. Wie sieht's denn? Okay. So. Was? Wag es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Oh Mann. Schwarzer Bildschirm. Was ist mit Takamura? Tot. Lebt er noch? Verwundet. Was ist mit ihr? Lebt sie auch noch oder ist sie auch schon tot? Wenn wir mehr sehen. Scheiße, nicht gut. Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen?
Klimaanlage ist in fixer Bestecke unterm Bett. Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst. Wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag dir, wer hier schläft. Ganz genau. Nur zwei Scheiß-Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Ich habe eine Nachricht für V. Fass die Tür nicht an. Ich weiß, du bist da drin. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Hotel hört oder lässt du mich rein? Okay, ich lass dich rein. Endlich. Das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen, ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Okay, du glaubst mir also. Und was passiert jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die Erfinderin des Soul Killers.
nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt... treffen wir uns persönlich. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sackerschläger irgendwie lieber gewesen. Ja, denn mit denen hatten wir es wenigstens schon zu tun. Aber das, das ist neu. Schön, dass du es kapierst. Wir stehen auf sehr dünnem Eis. Hauchdünn. Ja. Was denn? Noch ein paar dreckige Worte über die Porzellanschlampe? Fuck! Scheiße, Achtung! Fuck! Johnny! Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Alter. Also Jens Ellis, so ein Chipblick, aber auch nicht in meinen Kopf drin haben, der mich von innen auffrisst. Das müssen ja Schmerzen sein. Scheiße. Wir fallen da gerade veteranen Stein dazu. Johnny. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Wir sind wie nie hergekommen. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Ich glaube eher, ich bin wach geworden und habe deinen Plan vereitelt. Und ich glaube, deine Todesangst schürt bei dir grundlos Zorn. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Na, schaffen wir. Ui. Oder auch nicht. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Hä? Was? Wo?
Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. Hm. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich daliegst und Zeit vergeudest. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ich weiß nicht. Antworte. Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Wow. Ich würde das auch für dich tun. Hm. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hast du denn eine bessere Idee? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht. Aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher. Der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Das ist dein letzter Wunsch? Rache? Es ist mehr als das. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Gut, dann verlassen wir mal hier das Fenster. Hotel Pistes Sophia? Hieß es so? Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Gut, nicht heute. Na, Alter, was los? Ein paar Eddies für den Veteran? Hier, bedien dich. Ich wusste, du bist einer von den Guten. Danke. Meine Güte, ist das hier eine Absteige? Na, senkrecht? Ja, schon.
So, wartet mal. Dann gucken wir erstmal hier. So.